Hallo und herzlich willkommen. Diesmal nicht aus dem wunderschönen Wind, sondern aus Frankreich, aus Paris. Und ich stehe hier auf Père Lachaise, dem berühmten Pariser Friedhof. Und genau hier, wo ich jetzt stehe, war ich im zarten Alter von 18 schon einmal. Und wenn ich das Foto finde, blende ich es auch gleich ein. Das hier ist das Grab von Georges Méliès. Aber ein berühmter Special Effects Guru, Zauberer, der hat ganz viele Kinotechniken entwickelt. Und warum ich aber eigentlich heute hierher gekommen bin, ist das Grab von Allan Kardec, einem berühmten Spiritisten und dem Gründer eigentlich auch des Spiritismus, das heißt der Kommunikation mit den Toten, dem Reinkarnationsglauben hier in der westlichen Welt. Und Kardecs Grab liegt hier auf Père Lachaise. Da sind ganz viele Leute und ganz viele Blumen. Ich habe es mitgefilmt und blende das jetzt ein. Aber es gibt eine Legende und der sagt, naja, wenn du an mein Grab kommst und meine Statue berührst, im Nacken, habe ich gemacht übrigens, erzähle ich dann gleich noch was drüber, dann wird ein Wunsch wahr. Und wenn dein Wunsch wahr wird, dann bring mir frische Blumen an mein Grab. Denn durch frische Blumen fließt einfach diese Energie, kann die spirituelle Energie auch besser fließen. Und sein Grab ist das Grab mit den meisten Blumen und die Legende sagt eben, wenn du dir was wünschst und es wird wahr, bring Blumen. Und deshalb hat das Grab auch ganz viele Blumen. Und ich möchte nur ein paar Dinge über den Spiritismus sagen oder die Kommunikation mit Geistern. Ich mache das dann natürlich in meiner Arbeit auch. Es gibt ja da Berührungspunkte und dieses Gefühl, es gibt mehr als wir sehen können, ist natürlich auch tief im Spiritismus verankert. Das Wesentliche ist eigentlich, und da gibt es auch kein Problem, also für mich ist jetzt nicht die Frage, ist das jetzt wissenschaftlich wahr oder nicht wahr, diese Frage stellt sich mir nicht. Für mich ist eher das Thema, was machst du mit einer Technik, was machst du mit einem Tool, das dir zur Verfügung gestellt wird. Und wenn du deine Eigenverantwortung abgibst, das heißt nur machst, der Geist hat mir etwas gesagt und ich muss das tun, dann entspricht das ganz sicher nicht dem Sinne eines Spiritismus oder auch dem Sinne eines Geistes. Ich sage immer ein bisschen flapsig, alle Verstorbenen sind ja so, wie sie im Leben waren, nur halt unsichtbar. Vielleicht mit ein bisschen größerem Blickwinkel, aber nicht mehr und nicht weniger. Und das bedeutet auch, wenn du keine Verbindung zu jemandem hast, dann zum Beispiel einem Verwandten, wo du sagst, ich war getrennt von meinem Vater und der ist verstorben, jetzt möchte ich einen Kontakt mit ihm haben, dann wird der Kontakt nicht so herstellbar sein. Wenn du allerdings im Geiste mit jemandem verbunden bist, das heißt, ähnliche Eigenschaften hast, dann denke ich schon, dass das Brücken schlagen kann und dass man sich auch so verbinden kann. Das heißt, gewisse Werte, gewisse Ideale, die du verfolgst, die können dann schon dich verbinden, ja, mit dem Jenseits, mit diesen Feldern. Und deshalb glaube ich, es ist nicht so wichtig, welche Verwandtschaftsverhältnisse sind, sondern in welcher Nähe du verbunden warst mit jemandem. Hat dich Liebe verbunden? Haben dich gleiche Leidenschaften verbunden? Dann ist es eher wahrscheinlich, dass man da eine Brücke schlägt. Die spiritistischen Sitzungen, die Sitzungen, Jenseitskontakte sind jetzt nicht mein Hauptaugenmerk in der Arbeit, weil ich immer schaue, wie fließt denn deine Energie, also wie schaut es denn aus mit deinem Energielevel, wie können wir den pushen, wie bist du klar in deiner Mitte, in deiner Intuition. Aber natürlich ist der Spiritismus eine der Einflussquellen für die mediale Energetik und für die Energiearbeit. Und Totenkontakte kommen natürlich auch vor bei mir. Also das ist natürlich schon so, wo man so Jenseitskontakte macht. Also das ist jetzt nicht das Thema, dass ich das nicht könnte oder machen würde. Ich will es nur nicht so einschränken, das ganze Feld, weil mir wäre das einfach nur mit Jenseitskontakten einfach zu wenig. Aber wenn ich an so einem Ort stehe, an so einem herrlichen Friedhof, so Père Lachaise, und ich habe da jetzt schon Stunden verbracht, wandere herum, dann muss ich wirklich sagen, es bewegt mich. Und gerade an so einem Ort, wo so viele Prominente liegen, ne? Die Callas, die Rossini, Kardec natürlich, Georges Méliès, die alle irgendwo mein Leben berührt und auch bereichert haben auf eine Art und Weise, dann bewegt mich das schon sehr. Und es bewegt mich vor allem auch dieses Gefühl des Endlichen,
Und der Gedanke, was übersteigt dich, was überlebt denn, was bleibt denn von dir? Und das ist das, was wir ausdrücken. Und das muss kein großes Kunstwerk sein, aber das, was du ausdrückst, denke ich, das, was wirklich bleibt, das, was hält, die Liebe, die du deinen Kindern gibst, die Liebe, die du deinen Partnern gibst, das ist das, was bleibt, das ist das, was beeindruckt. Und Teile dieser Liebe, denke ich, werden überdauern. Also du musst da nicht das große Kunstwerk schreiben, das große Buch, das große Bild. Das ist, kannst du natürlich, ich sage nicht, mach's nicht, aber das, was du ausdrückst, das, was du weitergibst, das bleibt und das wird auch deine Spuren definieren, auch wenn es jetzt nicht die große Kunst ist. Und es hat einen Sinn, dass wir hier sind und es hat einen Sinn, in welchem Lebenszeitraum, in welcher Zeitspanne wir hier auf Erden wandeln. Das ist nichts Willkürliches. Also davon bin ich überzeugt und ich bin auch davon überzeugt, dass wir aus dem unendlichen Potenzial schöpfen können, aber dass wir sehr wohl angelegt haben, in welche Richtung dein Wesen, deine Talente gelenkt werden sollen. Und gerade in einer Welt, die so sehr nach außen geht, wie jetzt YouTube zum Beispiel, wenn ich da stehe, dann mache ich YouTube nicht, weil ich sage, wow, ich bin so super oder ich bin so super gescheit, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht, Freude macht, auch hier zu stehen und dich auch hierher mitzunehmen an diesen Ort, weil das was Besonderes für mich ist. Und da geht es aber nicht darum, dass ich so viel besser, klarer oder weiser bin als jemand anderes, sondern es ist einfach nur das, was ich gerne mache. Und finde das, fährt gerade ein Blaulicht vorbei, finde das, was dich bewegt, was für dich wichtig ist, was dir einen Sinn im Leben gibt. Finde das, was du weitergeben kannst. Und das sind oft die leisen Töne, die viel länger verweilen, wo du andere berührst, als das Laute, das Große. Und dieses Besondere, nach außen strebende, das ist wenigen vorbehalten, dieser große Ruhm. Aber das ist auch nicht das, nach dem man unbedingt streben sollte. Wenn du möchtest, du hast es in dir angelegt, dann sicher. Wenn du denkst, deine Botschaft ist es wert, dass es viele, viele Leute sehen und dass du es teilen kannst, dann bitte mach das. Lass dich da nicht einschränken. Aber vielleicht hast du auch nur, wie Georges Méliès, und das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal hier an seinem Grab, einfach nur Freude am Experimentieren, am Zauber, etwas Neues zu entdecken und etwas zu entwickeln. Und wenn das dein Weg ist, wenn das deine Treibfeder ist, dann mach das einfach und schau einfach, was bleibt. Vielleicht bleibt ja was. Und egal, ob es jetzt Kardec ist mit seinen unzähligen spiritistischen Büchern und Techniken und was er wirklich auf die Welt auch gebracht hat mit den Seancen und mit diesem Jenseitsglauben oder Georges Méliès, der große Magier des Kinos, bring deinen Vibe auf die Welt, bring dein Licht auf die Welt, denn irgendwann ruhen wir alle irgendwo. Und das, was bleibt, ist das, was wir weiter erzählen können, was wir weiter sagen können, was die Welt weiter bewegt, vielleicht auch nur ein Stückchen zum Guten. Danke, dass du so lange zugehört hast hier, dass ich dich mitnehmen durfte hier auf Père Lachaise, auf diesem wunderschönen Friedhof. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, wieder aus dem wunderschönen Linz natürlich, bei einer Sitzung, bei einem Workshop, habe jetzt Ende des Jahres noch grandiose Workshops und auch im Jänner tolle, tolle Workshops. Also mir fallen jetzt nur ein, eben der Vision 25 Workshop, wo es um Tarot und Astrologie geht. Der Familienworkshop, Sprenge die Ketten deiner Ahnen, starke Wurzeln kreieren, zusammen mit dem Helmut Retzel. Also es gibt viele, viele tolle neue Geschichten und natürlich auch die Jahresausbildung Mediale Energetik, wo du auch dann jenseits Channeling natürlich auch lernst, wenn dich das interessiert. Okay, also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, eine gute Zeit und lass mir gerne ein Like da, teile das Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Olivier Reni aus dem wunderschönen Paris. Tschüss, bis nächstes Mal.